Hey Leute und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Dishonored. Wir haben Emily befreit im letzten Part und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht und was wir als nächstes tun. Wir sprechen mal ihn hier an. Havelock, wie sieht's aus? Ein Zigarettchen am späten Abend, aber er lässt sich aktuell gar nicht ansprechen. Will ungestört bleiben, dann lassen wir ihn mal und gehen stattdessen weiter hier. Irgendwas wird ja hier angezeigt. Wir könnten auch eigentlich direkt zu Piero gehen. Oder Lord Pendleton. Und irgendwas liegt hier noch. Stecken wir ein. Piero, ich glaube, wir haben genug Geld, um uns etwas aufzuwerten. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Das tun wir. Und jetzt haben wir die Qual der Wahl. Genau, die Blaupausen, die haben wir gefunden. Bei Griff, der hatte die. In seinem Laden. Jetzt werden wir als allererstes mal für die nächste Mission. Und ich sehe gerade, wir haben gar kein Geld mehr. Wir haben gar kein Geld mehr. Alles schon ausgegeben. Das überrascht mich gerade selber. Dann würde ich sagen, stecken wir die paar Brustbolzen hier ein und gehen zu Pendleton. Bin gespannt, was er zu sagen hat. Immerhin haben wir ja seine Brüder erledigt. Er wollte das zwar, aber... Und es war auch nötig. Trotzdem waren es immerhin Brüder. Wir hören uns mal an, was er zu sagen hat. Corvo, die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder... Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Und dafür sind wir euch noch immer sehr dankbar, dass sie uns befreit haben. Einen Tag, bevor wir uns, ja, fast schon am Galgen hätten baumeln sehen. Schauen wir uns mal kurz hier um, ob hier noch irgendwas ist. Hier hinten sind wir noch gar nicht gewesen. Und hier geht es tatsächlich lang. Ein Nebenweg. Dann gehen wir mal zu Havelock und zu Martin. Und schauen mal, was die nächste Mission für uns ist. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Na, das... hören wir doch gerne. Und ich habe mich gerade schon gewundert, Sokolov, wir wollen doch nicht Sokolov töten. Nein, den wichtigsten Erfinder von Dunwall, den werden wir uns schnappen und hierher bringen und in unsere Dienste stellen. Genau, so sieht's aus. Und das Ganze im Sonnenuntergang. Ich bin gerade ein bisschen betrübt, weil wir nur so wenig Pfeile ausgerüstet haben. Ich hole mal das Herz raus und da liegt noch eine Rune. Die nehmen wir vorher noch mit. Und schauen uns gleich mal hier in der Ecke um. Hier sind wir auch noch nicht gewesen. Und da ist sie schon. So, ich glaube, das ist aber auch wirklich die einzige, denn alle anderen haben wir schon ausgegeben. Beziehungsweise ich habe sie ausgegeben für eine Verbesserung für Teleportation. Und wir haben mittlerweile den tödlichen Schwarm. Genau, das hatte ich in der Pause kurz aktiviert. Und wir haben jetzt zwei Runen.
2 Runen. Eine Verstärkung dieser Aktion würde hier 4 Runen kosten. Das haben wir schon verstärkt. Das ist quasi fertig. Dann haben wir hier Nachtsicht könnten wir verbessern. Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder. Ja, ist Luxus. Ob wir das wirklich brauchen? Ist nützlich, denn du kannst durch Wände beobachten, bevor... Okay, komm. Es passt gerade 2 Runen. Dann nehmen wir das. Knochenartefakt lassen wir momentan so, wie es ist. So, geht schneller. Und da sind wir schon bei Samuel. Hey Samuel, es geht los. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Ganz genau. Wir schlafen später. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Ja, so kann's gehen. Gerade vom Auftrag zurück. Noch nicht mal Zeit zum Schlafen und es geht zur Caldwin-Brücke. Du kannst Sprengminen an jeder Oberfläche befestigen. Das Sammeln von Runen ist essentiell. Genau. Denn ohne diese kannst du weder neue Kräfte erwerben, noch bestehende Kräfte aufrüsten. Deswegen immer zwischendurch das Herz rausholen und mal gucken, was es zu sagen hat und welche Hinweise es uns geben kann. Auf die Locations aller Runen. Der kaiserliche Arzt. Du sollst Anton Sokolov entführen, den kaiserlichen Arzt und Leiter der Akademie der Naturphilosophie. Deine neuen Verbündeten wollen durch ihn den Namen der Geliebten des Lordregenten erfahren. Eine mysteriöse Verbündete und eine seiner mächtigsten adeligen Unterstützer. Sokolov lebt in einer großen Wohnung irgendwo auf der Caldwin-Brücke. Also, wir kommen noch nicht ran an den Lordregenten selbst, aber über seine Verbündete. Ja, das ist das Ziel jetzt. Und Sokolov kann wirklich alles. Er ist Leiter der Naturphilosophie, kaiserlicher Arzt und auch Maler. Also ein echtes Multitalent. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Okay, Samuel. Dann machen wir es als erstes. Schalten Sie die Flutlichter aus, schnappen Sie sich Sokolov und was Sie sonst brauchen. Und los geht's. Südlicher Bridgeway. Und dort hinten ist die erste Rune in 90 Metern. Ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer den Wachen. Ja, hab's kapiert. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was da? Weisen wir drauf. Okay, wir schauen uns mal hier um. Wir können hier oben aufs Dach. Das gucken wir uns mal an. Aber hier geht's nirgendwo rein. Frage ist, wo kann man diese Lichter ausschalten? Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Dorthin. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Okay.
kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ich hab dich gehört. Er ist geschickt. Sucht überall. Und hier ist die nächste Blaupause. Lagerhausschlüssel. Und jetzt sollten wir aufpassen. Hier können wir was reinlegen. Einen Walöltank. So, und die hat sich die Aufwertung von Teleportation auf jeden Fall schon bewährt. Können wir hier irgendwas aktivieren? Was aktivieren wir hier? Okay, da drüben sind Walöltanks. Ich glaube, wir machen erstmal hier das Tor auf und setzen dann so einen Tank ein. Und so kommen wir rüber. Okay, das war's nicht. Gleich nochmal. Irgendwie runtergedroppt, komisch. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke so, das war's. Kein Fußverkehr erlaubt. Jetzt nehmen wir so einen Tank mit hier. Und es wird wenig auf die Straßen los sein bei dieser Ausgangssperre. Das heißt, wir müssen uns nicht mit lästigen Passanten rumplagen. Nein! Einfach mal Treppen gelaufen. Los geht's! So, da haben wir schon mal ein paar Meter gespart. Da oben ist ein Wachposten. Da ist die erste Rune. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Scheiße. Shit. Fuck. Scheiße, kommen wir wieder nach hoch. Ich muss hier hoch. Okay. So geht's auch. Auf Patrouille. Weil er tot ist. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis so. Zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Und dann war die Rune. Achtung an alle Bürger. Und da sind wir bereits zurück. Hier unterhalb des Raumes. Und jetzt geht's hier weiter durch die Tür zum Zug. Brückenscheinwerfer und den schalten wir aus. In 3, 2, 1. Öffnen. Sammle Knochenartefakte. Okay, das wissen wir. Ja, dieser Brückenübergang, den ich da runtergelassen habe eben. Dahinter war nur ein Raum. Ich bin nur kurz rüber und ein Whiner und das war's. Also da war nichts weiter. Knochenartefakt habe ich noch eingesammelt, genau. Aber das war jetzt nichts. Deswegen habe ich euch den Weg jetzt hin und her erspart. Und wir machen jetzt gemeinsam weiter und schalten erstmal die Scheinwerfer aus. Verdammt sein die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lord Regenten verhängten Ausgangssperre?
Mich herauszufordern wird Ihnen nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Was? Was? Hier! Irgendwer! Shit! Patronen! So, Kollege. So kann man sich täuschen. Und es gibt zwei Runen hier. Und wahrscheinlich auch noch mehr. Denn der sah ziemlich reich aus. Und so sehen die Straßen aus, wenn keine Ausgangssperre ist. Was ist hier los? Ist das, hier ist eine 4 auf dem Bild. Eine 4. Kriegsmedaille. 100 Münzen. Also hier gibt es richtige Reichtümer, viele, viele Gemälde. Nochmal 100 Münzen. Ich glaube, hier ist zwar Gold richtig. Also noch eine Etage höher. Na toll, ein Tresor. Kombination erforderlich. Na toll. Da geht's auch noch rüber. Pratchetts Gedächtnisstütze. Pratchett, das war der Typ, den wir gerade unten umgemetert haben. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Geh weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich dir offenbaren. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit geschenkt. Wegwahl bringt. Geschäftige Straßen. Walfänger. Schlachthaus. Das war die Zahl unten. Geschäftige Straßen. Walfänger, Schlachthaus. Also nochmal runter. Geschäftige Straßen, Walfänger, Schlachthaus. Das sind die Straßen. 4. Walfänger, Schlachthaus. Also 4. Walfänger Schlachthaus. Drei. 4, 3.
4, 3 und jetzt noch das Schlachthaus. Wo ist das Schlachthaus? Geht's hier noch höher? 4, 3. Okay, das ist zu hoch. Wo war denn das Schlachthaus? Hier ist keine Zahl, es ist auch kein Schlachthaus. 7. Da ist auch eine Zahl, 7. Ist das ein Schlachthaus? 4, 3, 7. Kombination. Wo sind denn hier Zahlen überhaupt? Ich sehe gar keine Zahlen hier. Ach, hier. Vier. Drei. Sieben. Nein! Oder 473? Tatsache! Alright, also, das war die erste Runde. Und hier geht's weiter in Zugbrückenscheinwerfer. Da müssen wir hin. Das liegt hoffentlich auf dem Weg zu Sokolov. Schauen wir kurz hier, was es hier drüben gibt. Wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen trockenes Brot. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nein. Anscheinend hat hier ein Whiner gehaust. Dann schauen wir, dass wir jetzt ein paar Meter machen hier. Andererseits, hier ist die zweite Rune. Der Bestand ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. All diese Wachen kriechen überall herum. Aber hier geht es nicht weiter. Also wir müssen von unten, so scheint es zumindest. In das Gebäude kommen. Wir haben auch keine Betäubungsfalle mehr. Doch, 4 Stück noch. Und wir könnten ein paar Bolzen gebrauchen. Und zwar dringend. Hier geht's schon weiter. Muss mal kontrollieren, ob wir vielleicht hier noch irgendwo rein können. Ne, hier sind wir wieder an den Wachposten. Also hier kommen wir nicht rein. Jedenfalls nicht zur Rune. Und da ist die Brücke. Und hier haben wir die Karte. Südtor... Drawbridge Way, Midwood Substation, nördliches Ende. Also, eine riesige Konstruktion. Da haben wir noch was vor uns. Die Frage ist immer noch, wie kommen wir an diese Rune hier? 23 Meter. Das war's nicht. Das war's vielleicht schon.
Jawohl. Sieht gut aus. Meter. Und eine ganz nette Aussicht hier. Also entweder hier hoch oder wir gehen mal hier hoch. Vielleicht können wir hier auch in das Zimmer. Sieht fast so aus. Das hört sich doch schon gut an. Aber hier... Hier geht's auch an. Was ist das hier? Das sieht unheimlich aus. Erster Tagebucheintrag. 19. Tag, Monat der Saat. Was soll ich tun? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. 3. Tag, Monat der Netze. Mir wurde Arbeit auf einem der Walfängerschiffe angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Tyvia suchen, im Norden. Die Winter sind dort kalt. Keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat der Netze. Im letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden. Glänzend. Glänzend und alt. Sieht nach einem Walknochen aus, der einem Glück bringen soll. Glück können wir auch gebrauchen. Heilkräuter auch. Und jetzt schnappen wir uns die Rune. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert, doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Abgefahren. Ein Outsider-Schrein. Okay, dann machen wir jetzt einen Cut. Beenden den Part mit dieser schönen Aussicht. Und machen hier an dieser Stelle weiter. Dann geht es weiter in Richtung Zugbrücken-Scheinwerfer. Und so Gott will auch in Richtung Sokolov, den wir hier im nächsten Part hoffentlich zurückbringen können zum Pub, wo wir dann weitere Anweisungen abwarten werden. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge und ciao.